Willkommen zurück bei Brothers in Arms, Earned in Blood. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben am Anfang der vierten Mission, die wir diesmal auf jeden Fall anfangen wollen. Ich weiß nicht, ob ich es ganz schaffe. Unsere Aufgabe wird jetzt sein, über ein offenes Feld zu laufen und dabei den abgeworfenen Nachschub zu markieren. Dabei werden wir von Fallschirmjägern unter Beschuss genommen. Das wird jetzt gleich ein stressiger Abschnitt, deswegen werde ich da wahrscheinlich relativ wenig zu sagen können. Als erstes müssen wir mal die Feuerteams in eine sichere Position bringen und von dort aus dann weiter operieren. Testrun hat es gut geklappt, hoffentlich jetzt auch. Drückt mir die Daumen. Paddock, Garnet, ihr habt's gehört. Kommt her! Bewegung! Sag, dass du weißt, wo wir hingehen. Da, Fallschirme! Sie kommen da drüben runter! Nach da drüben! Darüber! Die schießen auf mich! So, man kann sehen, dass die Fallschirmjäger jetzt hier in diesen Granattrichtern sich eingenistet haben. Von dort sind die ziemlich schwer zu erwischen. Deswegen ist diese Mission eigentlich ziemlich gut geeignet, um die Handgranaten einzusetzen. In der letzten Mission war es halt eher so, dass die Feinde auch versuchen, den Granaten auszuweichen, dann ihre Stellungen verlassen. Und das führt mitunter zu relativ ungewünschten Ergebnissen. Aber in dieser Mission, denke ich mal, wird das ganz gut klappen. Die Feuerteams sind hier in dem recht breiten Trichter ganz gut aufgehoben. Ich hoffe, dass die jetzt auch intelligent genug sind, sich nicht abschießen zu lassen. Versuchen wir hier einfach mal außen durch diesen Graben uns vorzuarbeiten. Das hat ganz gut geklappt, glaube ich. Jetzt sind wir quasi schon hinter der nächsten Stellung und könnten die jetzt ins Kreuzfeuer nehmen. Was wir dann jetzt auch mal probieren werden. Und da hinten sind die letzten beiden Teams, glaube ich, die uns hier auf dem Acker gefährlich werden. So werde ich dann jetzt mal versuchen, diesen umgekippten Baumstamm da hinten zu erreichen. Ja, die müssten wir erwischt haben. Angriff! Paddock! Los, zeigen wir es denen! Thank you.
Dann will ich mal schnell den M1A1 Karabiner austauschen gegen die gute MP40. Dann haben wir jetzt da das letzte Team vor uns. Ich werde jetzt mal versuchen, meine Feuerteams hier in diesen freien Trichter aufrücken zu lassen. Na, wo sind sie? Na, noch auf dem Weg. Dann werden wir ihnen noch mal ein bisschen Sperrfeuer geben, um den Weg frei zu halten. Jetzt müssten sie es geschafft haben, jawohl. Wunderbar. Doch, das klappt. Haben die Deutschen leider Verstärkung bekommen aus diesem kleinen Häuschen da vorne. So, das wäre es zumindest mal für diese Ecke gewesen. Aufrücken! Gar nicht! Bei mir bleiben! Sofort Red! Sammeln wir das Team erstmal ein. Sind ja auch alle, glaube ich, relativ lebendig dabei geblieben. Garnet und Fryer, denen geht's gut. Und den anderen dreien auch. Wunderbar. Die werden ihre Gesundheit nämlich im nächsten Abschnitt sehr wahrscheinlich noch gebrauchen. Einmal markieren. So, und dann müsste noch eine Stelle irgendwo sein, bevor wir zum nächsten Speicherplatz kommen. Das hoffe ich mal, werde ich in diesem Video noch schaffen. Und dann können wir im nächsten Video den nächsten Abschnitt angehen. Da gibt es wieder Spaß für die ganze Familie. Auf diesem Feld, was hier hinter diesem Haus ist, ist eine Maschinengewehrstellung
Und wir werden zu allem Überfluss auch noch von einem Mörser beschossen. Da geht's schon los. Im nächsten Video mehr dazu.